Hallo meine lieben Diener des Imperators da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Battlefleet Gothic Armada 2. Wir müssen jetzt hier nochmal im Demios-System etwas machen. Was ist denn das? Attribute kann ich... jetzt kann ich ja etwas verändern. Also die Minenfelder kann ich jetzt hier so wie es aussieht hinzufügen. Minefields apply a delay of one turns for each enemy invasion or assault on the target system. Also ich kann jetzt hier sozusagen eine Art Verteidigungsring mit den Minen hier quasi erschaffen. We have only just begun. War is replete with opportunity. As ground is seized, new objectives will arise. Let us proceed. We are the Emperor's Fist. Let his foes tremble at our coming. Das hat uns aber auch einiges gekostet. Ja, wie gesagt, 80. Wir produzieren hier allerdings 20. Wir werden hier nicht lange damit auskommen. Was können wir denn hier noch theoretisch machen? Defense-Plattforms. Wollte ich gar nicht. Habe ich versehentlich gebaut. Entschuldigung. Das war gar nicht so vorgesehen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hatte gehofft, dass ich es einfach noch bestätigen müsste oder so, aber nee, anscheinend nicht. Turn 3. The systems we have reclaimed are developing well. Okay, das heißt, jetzt muss ich auf den Demios Binary klicken. Prosperous systems can only be a good thing for our cause. We will protect them. So, und jetzt kann ich es auf die nächste Stufe hochbringen. Das heißt, wir produzieren dann hier deutlich mehr als zuvor. Ich mache es jetzt einfach mal, weil wir sehen jetzt hier gerade eben nicht, was es wirklich bringt. Receiving communication from the Vox Relay. It is Lord High Admiral Drang. So the old man's still alive. I told you he was too tough to kill. Admiral Spire, I trust you stand ready for orders. Always. Good. Strategically and symbolically, the Cadian sector is vital to our efforts. You will reclaim it, Admiral. The Emperor protects. Understood. The Emperor protects. The Emperor protects. Counteroffensive, also eine Gegenoffensive. Summary on direct orders from Lord High Admiral Drang. Admiral Spire must regain control over systems within the Cadian sector that are currently held by Chaos Forces. Also wir müssen im Grunde die Sachen, die vom Chaos besetzt worden sind, zurückerobern. Capture the following systems. Cadia System in the Cadian sector. Ja klar, das ist wahrscheinlich das Ende. Vorga Torque System, Primus System und Cantriel System. Die müssen wir also erobern. Mir gerade eben mal angucken, Cantriel. Lawson ist hier. Das ist Cadia selbst. Cantriel ist hier. Remus ist hier. Und das sind so die weitgehend die Systeme außenrum. Wir können hier von Clausen direkt nach Helotas, aber Helotas ist eigentlich nicht das, was wir dringend brauchen. Im Übrigen, wir machen jetzt gerade im Netto plus minus null, was ich ganz, ganz cool finde. Kann ich das hier eigentlich noch upgraden? Warum kann ich das nicht? Eine Hive World. Das hier haben wir jetzt schon. Das ist eine Forge World. Oh, eine Forge World macht aber richtig Fettzeug. Also wir sehen, es gibt auch verschiedene Welten. Generates 20, 40 or 80 resources per turn. Increases the repair rate of all ships in connected systems by 2, 4 and 8%. Bla bla bla. Also wir sehen, was da quasi abgeht. Also also eine solche Forge World. Vom Adeptus Mechanicus wahrscheinlich ist deutlich mächtiger als eine Hive World. Gut, kann ich jetzt hier das Schiff hier da runterbringen? Kann ich das nach Helotas bringen? Weil das müsste ich ja theoretisch angreifen. Ich muss sowieso hier hin. Wir sind jetzt schon hier, genau. Dann nehme ich diese Flottille ebenfalls mit. Dann kann ich das jetzt hier übernehmen. Cadia Survivors. Survivors emerge from the ruins of Cadia, looking for a way to avenge their kin. They offer their lives and everything to save as a war effort to the Imperium. You receive 100 resources for 10 units. Oh, also gut. Geil, das macht also netto dann quasi 1000. Kann ich jetzt theoretisch... Nee, wahrscheinlich müsste ich da oben dann wieder sein, um meine Flotte weiter aufzumachen. Das ist also hier... Warte, mit der Firestorm, das ist nochmal eine kleinere Flotte. Colonel Minor. Da ist was Größeres, Barissa. Das ist auch eine Flotte, die nicht mal schwach ist, aber ich glaube, zu zweit könnten wir das hinbekommen. Wie viele Bewegungspunkte habe ich noch? Null. Also ich müsste sowieso jetzt hier die Runde beenden. The Mission Panel lists your current objectives and shows their progress.
Okay, ja, das ist das hier. Kadian, bla bla bla. Haben wir natürlich noch nichts gemacht. Fleet Panel. The Fleet Panel allows you to visualize all the fleets under your command, wherever they are. Wo ist das Fleet Panel? Ist es das hier? Yep, das ist das hier. Dann können wir also quasi sehen, wo die Flotten sind. Dann haben wir noch Evolution of Points of Interest. Points of Interest start at level 1 and may evolve their time. Protect your holdings to get the best of them. Points of Interest, Chat, Menu, Active Fleets, Command Capacity, Open the Renown Panel. Ah, das sind die Renown Sachen. Ja, da sind wir noch lange nicht. Wir brauchen also Renown 2, um hier was zu erweitern. Das wird hoffentlich noch erklärt. Back. Ja gut, ich kann jetzt hier die Runde beenden. Wie gesagt, wir hatten keine Punkte mehr. Das hat uns alle beide gekostet, die wir hatten. Oh, die haben sich gerade eben hier upgegradet. 3 Punkte haben wir. Okay. Warte mal, aber wir könnten jetzt den Vorgar hier angreifen, wenn wir mit allem dahin springen, was wir haben. Ich will den Gegner jetzt hier mal überrollen. Launch to battle. Ich denke, da sind wir ein bisschen überlegen. Hoffe ich zumindest. Ja. Ich hoffe, dass sie die Ladezeiten noch mal ein bisschen optimieren. Wie gesagt, ist ja noch eine Beta-Version, aber es ist wahrscheinlich zu erwarten, dass sie das jetzt nicht unbedingt mit dem Wunder-Patch direkt zu Release dann wahrscheinlich so klären, sondern dass es wahrscheinlich erst danach passiert. Sagt mir einfach meine Erfahrung. Aber ich lasse mich gerne auch positiv überraschen. Also auf jeden Fall, den Weltraum haben sie super geil dargestellt. Ja, ich lasse die jetzt gleich einfach mal fliegen. Ach, das ist wieder diese Art von Gepäck. Wisst ihr was, dann machen wir das gleich folgendermaßen. Und ja. Gleich mal im Stealth-Modus unterwegs. Die sollen sich das hier holen und wir holen uns das da hinten. Ship ready! Die sollen da hinten. Heading acknowledged! Aye, Admiral. Ich mache allerdings hier noch kein Turbo, weil dann sind wir sofort identified. Wir sehen auf jeden Fall, da hinten ist irgendwie Kontakt mit 3 Schiffen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier schneller hochtickert, wenn da jetzt gleich 2 Schiffe drin. Da sollte man wahrscheinlich nicht durchfliegen. Das könnte wahrscheinlich unangenehm für die Schiffe werden. Schnell geht es jetzt hoch. Jetzt ist er auch drin. Na, ich meine, es geht schneller hoch. Noch hat der Gegner nichts. Die wollen sich das. Wir wollen da drüben halt auch nochmal eins. Ich bezweifle, dass wir es schaffen, hier wieder einfach nur über die Punkte das zu gewinnen. Aber immerhin haben wir jetzt diesen kleinen Punktevorteil. Your orders? Das hier ist Cancel Order, Group. Hier kann ich scannen. Okay, was bist du? Give us purpose! Das ist was anderes. Das ist ein leichter Kreuzer. Der hat Thunderhawk Annihilator. Oh. Das finde ich cool, dass der sowas hat. I, Admiral! Wir sind so zahlenmäßig überlegen, wir können das halt auch einfach angreifen, ne? Ship ready. Wie weit geht der Scan? Ja, the enemy has seized a strategic area. Wir haben aber auch gleich eine. Ich sehe das deswegen etwas entspannt. Setting course. Oh. Liegen die. You have seized a strategic area. Man sieht sie nicht. Weiß nicht, wo sie sind. Optimal course set.
Sind wahrscheinlich da drin. We serve. The spirits obey. Oh, da kommen jetzt Torpedos angeflitscht. Eieiei. Die sind auf jeden Fall irgendwo da drin. Da sind sie. Enemy sighted. State your order. Feuer. Die treffen, die treffen. Komm schon. Nein, die treffen nicht, so ein Scheiß. With matchless efficiency. Komm, entern. Revere the Omnisire. Wir greifen die jetzt hier an. Wir konzentrieren jetzt erstmal unser gesamtes Feuer auf ein Schiff. Wie weit gehen diese Dinger? Ja, die können theoretisch überall hinfliegen. Engaging engines. Dem will ich jetzt hier so richtig geben. Your orders? Liegt mal bitte. Target locked in. Nicht stehen bleiben. Stehen bleiben. Ganz dumme Idee. Coordinates acknowledged. Ganz dumme Idee. Feuer. Torpedos abgefeuert. Das hier gerade nicht zurückerobern, aber das würde ihm jetzt wehtun. Hier ist nicht gehört. Changing course. Und jetzt wird der auch noch hier geentert von uns. We stand ready. Dasselbe machen wir jetzt hier auch nochmal. Ist ja auch gleich mal merkt, dass es keine schlaue Idee ist, so stehen zu bleiben. Oh. Torpedos abgefeuert. Thruster Routines active. Er versucht halt jetzt hier gerade wirklich krampfhaft das Ding hier einzunehmen, ne? Und wir zeigen ihm halt, was wir davon halten. Nicht allzu viel. Underway! Moment, ich werde dem jetzt hier gleich nochmal das nächste Name Shotgun-mäßig geben. The enemy has seized a strategic dreh dich noch mehr ein, dreh dich noch mehr ein, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Go, 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 go. Feuer! Alle! Wuff! Das hat sicher wehgetan. So. It will be destroyed. Naja, keine Sorge, das Ding. Keine Chance mehr. Die haben jetzt halt die anderen Dinger schon eingenommen. Wir haben noch einen Punktevorteil. We wait your command. The enemy is seizing one of your strategic areas. Ja, wir müssen jetzt da hinten hin. Transition ich schick jetzt begun. Mal die Kleinen los, das hätte ich von Anfang an machen sollen. Der baut halt nur darauf, dass hier damit zu erobern. Underway. Auf jeden Fall haben wir das jetzt hier verteidigt. Your orders? Da hat es keinen Feindkontakt mehr. Kleinen Schiffe gehen jetzt da hoch. Aye, Admiral. Lass mich mal beeilen, genau, du auch. Maximum burn! Gib Gas. Ready. Engines engaged. Noch sehen wir nichts. Die sind verdammt. At your command. Wo die sind. Repositioning. Die holen sich wahrscheinlich gerade eben die von. Ja, die holen sich unsere anderen. Optimal course set. Engaging drive. Your orders? Enemy sighted. Da sind sie. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. I am listening. Der nimmt das hier ein. Du hilfst uns hier mal mit denen. We serve. Puh, schnell eindrehen. Das wird daneben gehen. Shit. Engaging engines. Aber den hier werde ich jetzt entern. Das. Reporting successful boarding action. Ja, habt ihm zugesetzt. To serve the Omnisire. Hat nur eine Truppe gekostet. Jetzt kommt er da rein. Hat nochmal eine kassiert. Jetzt machen wir, warte mal, nee, wir machen das mit dem da. Launch Thunderhawks. Receiving your order. Greift den jetzt hier hart an. Engaging target. Machen die Thunderhawks nochmal. Ja, das sind auch so
Das sind Entertruppen. Also habe ich das Richtige genommen, was ich wollte. So, er ist jetzt ein Drifting Hulk. Hold course. Wir könnten ihn jetzt übernehmen oder auch einfach zerstören. Entscheiden wir. Where we are needed. You have seized a strategic area. Gut. Das hier. Engaging engines. Gehört immer noch nicht you uns. Have seized a strategic area. Der zerstört den hier gerade eben noch fröhlich. We wait your command. Aber irgendwo muss noch einer sein. Ach nee, das ist. The enemy has seized das ist nur noch der da, oder was? Wow, unter den Umständen kann man den auch einfach zerstören. Das geht gar nicht. Er ist eh zerstört. Haben wir gewonnen? Weiß es bei dem nicht. Da vorne ist er. Underway. Okay. Also die Aufklärung ist deutlich wichtiger als früher. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Ja, und ich habe schon 50%. Main batteries fire. You have accumulated 50% of strategic points. Sag ich doch. Underway. Ja, wir greifen uns einfach an. So, Anton. Anton. We are ready to ramst euch bitte nicht gegenseitig. Würde mich schon etwas nerven, wenn ihr das tun würdet. We serve. Oh, er will rammen. Scheiße. Oh oh. Ah nee, wir haben gewonnen. Sehr gut. Er hat anscheinend keine Truppen mehr oder was auch immer der Grund dafür ist, aber wir haben gewonnen. Victory! Also gut. Dann schauen wir mal, was dieses System für uns so parat hat. Ich meine, es war jetzt kein System für den Storyline-Progress, aber wir brauchen das System natürlich, um voranzukommen. Also wir hätten auch durchfliegen können. Aber ich nehme es auch mit. Gab ja auch Punkte, Renown Points, wie wir sehen. Level Up hier für die Siluna. Und wir haben keine ernsthaften Schäden davon getragen. Nur leichte. Oh cool, PPU und weg ist er. So, System ist unser. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Ich kann jetzt ein Minenfeld hier machen. Es ist jetzt hier ein bisschen beschützt. Ist das... Defense Plattforms. Okay, kann ich hier noch irgendwas tun? Das ist jetzt momentan hier auf Evolution Level 1. Eine Panel World. Increases the troop regeneration of all ships in connected systems by 0, 0 und dann 1. Also eine Panel World ist also erst dann nützlich, wenn man sie auf volle 3 ausgebaut hat. The bonus is increased by 1 for each connected Hive Worlds. Ah, aber es wird besser, wenn man mit Hive Worlds in Connections steht. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das hier eine Connection ist oder. Ah, ich kann noch nicht sehen, was. Also, ich schätze mal, dass das hier vielleicht was wie eine Hive World ist. Nee, eine Agri World. Agri World reduces the cost of evolution steps of all controlled worlds by 1, 2, 3%. Eine Agri World. Also, eine Agrarwelt im Grunde heißt es sozusagen. Da werden Nahrungsmittel hergestellt. Klausten. Können wir hier auf Stufe 2 gehen, das ist eine Mining World. Das machen wir mal. So, und damit, liebe Leute, sind wir eigentlich auch schon wieder fast durch, oder? Wir haben wir noch Bewegungspunkte? Ne, haben wir nicht. Beende mal die Runde. Die werden wahrscheinlich früher oder später auch mal was tun. Ich meine, die haben da schon ordentliche Flotten. Sollte nicht allzu lange hier bleiben. Ich denke nicht, dass wir denen hier etwas entgegensetzen können. Unsere Flottenstärke hier beläuft sich auf so um die 500. Bisschen mehr als 500, so 530. Das wäre ein harter Kampf. Das wäre ein harter Kampf. Okay. Guck gerade eben mal, hier kann ich noch irgendwas tun. 99 kann ich jetzt hier die Agri-World hochsetzen, oder...
Rausten wurde hochgesetzt. Hier kann ich das System theoretisch noch im Minenfeld sichern. Sollte ich vielleicht mal tun. Jetzt habe ich aber keine Punkte mehr, um das jetzt zu tun, aber kann man das Minenfeld da nicht irgendwie sehen? Hier sieht man halt irgendwas. Nee, das ist eine Research Station. Sei es drum. Wir müssen sowieso jetzt hier aufhören, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt auch eh eine Aufnahmesession-Pause machen. Ich hoffe, dass wir dann danach hier wieder fortsetzen können. Ah, jetzt kann ich auch tatsächlich speichern. Das mache ich jetzt hier noch mit euch zusammen. Darauf habe ich gewartet. Das konnte ich nämlich die ganze Zeit nicht. So, New Save, Enter Name. Ich mache das immer so. Also, in dem Sinne, macht's gut. Deine Zeit. Tschüss und Ade.